Als nächstes geht es um ein paar besondere Preise, und zwar um die Hauptkategorie Humantelematik, die Sonderkategorien Beste Innovation und natürlich Bestes Endgerät. Humantelematik geht's los. Ich begrüße Herrn Dr. Uwe Engelmann von der Chili GmbH. Sie haben mit dem TK-Med-System gewonnen. Was können Sie uns denn dazu sagen? Freuen Sie sich überhaupt? Ich freue mich super und wir alle, das gesamte Team. Ich denke auch die Kunden, die Endnutzer freuen sich. Vor allem sind 35.000 Unfallschwerverletzte jedes Jahr, die von unserer Lösung profitieren. Und da sind nicht nur die Patienten die Nutznießer, sondern auch die Unfallchirurgen, denen wir die Arbeit damit erleichtern. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch im Gefühl, darüber lesen Sie bald noch was auf telematikmarkt.de. Als nächstes geht weiter mit der Arealkontrolle GmbH. Den Herrn muss ich Ihnen eigentlich nicht mehr vorstellen. Ich denke, den kennen Sie schon. Der berichtet immer gerne von allen möglichen Messen, wo er immer zugegen ist. Herr Ulrich Rechtsteiner, Sie waren siegreich mit der SOS4Me-Lösung in der Kategorie Beste Innovation. Bestätigt die Vermutung, dass ich vielleicht doch nicht der Einzige bin, der so eine App wirklich mal nötig gehabt hätte. Insofern, die Jury hat das bestätigt. Was sagen Sie dazu? Ja, wir sind natürlich völlig begeistert, dass die Innovation von der Jury so erkannt wurde und angenommen wird. Für uns als Anbieter ist natürlich die Lösung SOS4Me eine Lösung, ja, die speziell sich an große und mittlere Unternehmen mit international tätigen Mitarbeitern oder Reisenden generell richtet. Und da steht halt die komplette Abwicklung, Prozesskette dahinter. Thema, ja, ich sag mal, Airbag auf dem Smartphone. Ja, jetzt nicht physisch, sondern virtuell. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall in Bangalore. Jetzt erklären Sie mal, wo Sie sind. Null Chance. Und wenn Sie nur auf den Knopf drücken müssen und Sie wissen dann, es wird direkt ein Anruf hergestellt, es wird direkt kommuniziert, es wird direkt jemand geschickt, ja, wirklich weltweit über die IAG, International Assistance Group, dann ja, ist es ein anderes Gefühl. Wir sind also selber ganz begeistert, dass wir jetzt diesen Innovation, Kategorie Beste Innovation gewonnen haben und können nur hoffen, dass es auch wirklich bundesweit und Deutschland sprachweit wahrgenommen wird. Vielen Dank. Sehr gerne. Als letztes im Bunde von der Bayer Electronics GmbH und Co. KG. Langer Name, ohne Fehler. Herr Bernd Frank, nicht so ein langer Name, Gott sei Dank, Vertriebsleiter. Ich begrüße Sie recht herzlich. Bestes Endgerät hieß die Kategorie, in der Sie gewonnen haben. Und das Gerät selbst heißt Track VMX. Eine der Überraschungen beim Award hatten einige Sie nicht auf dem Zettel, ganz einfach aus dem Grund, weil man gar nicht weiß, für was man diese Lösung überhaupt verwenden kann und welchen Branche sie Verwendung hat. Und dass es in der Humantelematik natürlich Anwendungsbereiche gibt. Mit Sicherheit gibt es dort Anwendungsbereich. Uns hat es auch überrascht, um das mal ehrlich zu sagen. Wir sind normalerweise ein Hersteller, der im Bereich HMI-Interface-Bedienpanel, Touch-Bedienpanel im Automatisierungssektor tätig ist. Also meist im industriellen Bereich, aber auch jetzt mehr und mehr im nicht-industriellen Bereich. Die Telematik ist für uns nicht ein neues System, aber wir sind dort gerade dabei, auch Produkte für diese Systeme zu geben. Und daher freut es uns ganz besonders, dass wir hier gleich mit dem ersten Schlag einen Award bekommen haben. Herzlichen Dank dafür. Keine Ursache. Mir alleine verdanken Sie den auch nicht. Vielleicht mal eine Mail an die Jury schreiben. Vielen Dank. Wir haben es verdient. Damit danke ich auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hole mir jetzt die nächsten drei Gewinner und schauen Sie sich die anderen Interviews an, direkt daneben. Vielen Dank.